Guten Tag, wieder einmal herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal Andersdenken. Ich bin von meinen Freunden angesprochen worden, das Buch doch sehr grausam gewesen ist, das letzte, die Krebsmafia. Da wurde ja auch gezeigt, nicht nur in dem Buch, wieder Geschäfte gemacht werden auf brutale Art mit gefälschten Medikamenten, sondern auch Ärzte dabei damit zu tun hatten, eine Rolle spielten. Gut, habe ich mir überlegt, dann stelle ich Ihnen ein anderes Buch vor. Dieses Buch habe ich in den 90er Jahren immer meinen Patienten empfohlen. Ich hatte eine kostenlose Krebssprechstunde. Kostenlos meinte einmal ein ärztlicher Kollege zu mir, du darfst nicht kostenlos behandeln. Da habe ich gesagt, das ist mir egal, ihr kümmert euch ja nicht um diese Leute. Dieses Buch hieß Unerwartete Genesung. Ich zeige Ihnen das mal hier. Es gibt es nur noch über Amazon antiquarisch zu erhalten. Leider. Ich lese mal die Untertitel. Die Kraft zur Heilung kommt aus uns selbst. Mit einem Fragebogen der Arbeitsgruppe Biologische Krebstherapie, gefördert von der Deutschen Krebshilfe. Scheinbar fördert es keiner mehr. Ich werde es gleich besprechen, aber ich werde noch ein paar Dinge dazu sagen. Ich hatte schon in meinem Buch Fragen Sie lieber nicht Ihren Arzt oder Apotheker darauf hingewiesen, dass wer behauptet, er wüsste, was Krebs ist, dann spinnt er einfach. Ich habe auch gesagt, Medizin ist keine Wissenschaft. Sonst wäre es nicht möglich, dass ein ehemaliger Postangestellter in einer norddeutschen Klinik über ein halbes Jahr arbeiten könnte und nicht als Arzt und nicht auffallen würde. Machen Sie das dann mit einem Autoschlosser. Das dauert keinen Tag, dann fliegt er raus. Also mal aufhören darüber zu sagen, man wüsste, was Krebs ist und Medizin wie eine Wissenschaft. In dem Buch Unerwartete Genesung nun werden viele, viele Fälle beschrieben, aus dem vorigen Jahrhundert, muss man sagen, wir haben ja jetzt schon 2018, die zum Teil keine Chance mehr zum Überleben hatten, wie die Ärzte dachten. Das heißt, ihnen wurde auch gesagt, sie haben noch 3 Monate zu leben oder 3 Wochen zu leben. Sie haben auch Chemotherapie bekommen, sie haben Bestrahlung bekommen. Das alles hat nicht geholfen, aber irgendwie haben sie doch überlebt. Aber wie? Was spielt dabei eine Rolle? Und die beiden Autoren, die Medizinjournalisten, sind dieser Sache einmal nachgegangen, haben Leute interviewt, haben Ärzte interviewt und das ist hochgradig spannend. Vor allem hat sich gezeigt, es gibt grundsätzlich 3 verschiedene Menschentypen. Das eine ist der sehr logische, sehr nüchterne, sehr klare. Der andere ist der gemischte. Herz und Verstand sind im Gleichmaß. Der dritte ist der, der eigentlich zu überschwänglich ist. Nun ist sehr interessant zu wissen, haben alle in etwa die gleiche Chance, etwas zu überleben, was man normal nach Aussagen der Ärzte gar nicht überleben kann. Doch ja, nur sie haben eine andere Strategie. Und das wird in diesem Buch sehr, sehr gut beschrieben. Und das finde ich wichtig für Menschen. Denn auch wenn die meisten von Ihnen denken, das Thema interessiert, finde ich, dann sage ich nur vorsichtig. Jeder Zweite ist irgendwann von Krebs betroffen. Es kann auch Sie treffen. Es ist ganz gut, wenn man weiß, man muss sich auf das hören, was ein Arzt sagt. Und wenn der Arzt einem sagt, man wäre in 3 Monaten tot, dann zeigen Sie ihm den Mittelfinger. Das kann er gar nicht wissen. Das ist Voodoo-Zauber, wenn er sowas behauptet. Und ich hatte gedacht übrigens, das hätte sich in den letzten Jahren geändert, hat sich gar nicht geändert. Denn ich hatte eine Patientin, der hatte ein Arzt 2,5 Jahre zuvor gesagt, sie hätte nur noch 6 Monate zu leben. Aber man hätte einen Psychologen im Haus und zu dem sollte sie mal hingehen. Das tat sie dann auch. Und der sagte ihr Folgendes. Er sagte ihr, also sie sollte jetzt noch einen Abschiedsbrief an ihre Kinder schreiben. In ein paar Monaten könnte es sie nicht mehr. Ich habe mich nur gefragt, der Mann knallhart. Das ist wie ein Voodoo-Zauber, jemand zu sagen, er stirbt bald, dann stirbt er sehr oft tatsächlich bald. Das ist völliger Blödsinn, ist das. Naja, und die Frau, als sie zu mir kam, waren schon 2,5 Jahre vergangen und sie lebte frecherweise immer noch. Ich werde jetzt auch ein paar Sachen aus dem Buch mal so vorlesen. Der Krebspatient, der um einen positiven Haltung willen Theater spielt, erweist sich selbst einen schlechten Dienst. Er unterdrückt Gefühle wie Entsetzen, Angst und Trauer, die für den Heilungsprozess notwendig sind. Das heißt, das ist durchaus etwas, was zunächst wichtig ist. Aber dann muss der Punkt kommen und sagt, nein, ich will leben. Ich möchte leben. Und interessanterweise, ich gucke mal, ob ich da das nächste zu habe.
5 Jahre nach ihrer Gewebsentnahme waren von den Patientinnen, die mit leugnend oder kämpferisch auf ihre Diagnose reagiert hatten, noch 75% am Leben. Bei den Frauen, die stoisch, hilflos oder hoffnungslos reagiert hatten, waren es ganze 35%. Das Leugnen, schreibt Dr. Marco de Vries, verschafft die notwendige Zeit, den Raum, um die inneren, äußeren Ressourcen zu mobilisieren, die für die Reorganisation des Lebens und für eine persönliche Veränderung notwendig sind. Die persönliche Veränderung, das ist auch interessant. Der Krebspatient, der überlebt, ich rede nicht von einfachen Krebsfällen, ich rede von schweren Metastasen, wo eigentlich schon keine Chance mehr bestand, die schon sehr hinfällig waren, die dann doch überlebt haben und oft noch uralt wurden sogar. Da ist es ganz wichtig, als nächstes eben sich zunächst, wie gesagt, das Leugnen und dann sich positiv der Sache zuwenden und sagen, nein, ich schaffe das. Und dann wird man etwas feststellen. Man ist vorher und nachher zwei verschiedene Menschen. Man findet danach mehr zu sich selbst und mehr zu den wichtigen Dingen des Lebens. Und diese zahllosen Fälle, die in diesem Buch beschrieben sind, sind hochinteressant und könnten jeden von Ihnen, der zuhört, auch wenn Sie meinen, naja, hat ja nichts mit meinem Thema Politik oder anderen Sachthemen zu tun. Sie irren sich. Es hat sehr wohl damit zu tun. Es hat damit zu tun, ob wir alle unser Leben so leben, wie wir es naturgemäß jeder nach seiner Art eigentlich leben müsste. Das tun wir oft nicht. Wir leben oft ein Leben unter Zwängen, unter scheinbaren Sachzwängen. Und irgendwann gehen wir innerlich dran kaputt und merken es gar nicht. Und für diejenigen, auch den Gesunden, ist dieses Buch da ein hervorragendes Buch. Unerwartete Genesung zeigt einfach auf, zu sich selbst zu finden. Das halte ich für ungeheuer wichtig. Danke fürs Zuhören.